Flavia Wasserfallen, heute ist der historische Tag, der werdet vereidigt. Habt ihr geübt daheim vor dem Spiegel? Ja, also historisch ist ein bisschen übertrieben. Nein, ich freue mich natürlich und ich glaube, es wird nicht so kompliziert. Ihr überlegt nichts im Zufall, habt euch passend zur Partei gekleidet. Das ist ein Signal. Ja, ich glaube, an einem Tag darf man mal ein bisschen auffallen. Natürlich, rot ist die Farbe von meiner Partei. Und ja, da kann man ruhig auch ein bisschen mal ein Statement abgeben. Ist das schon heute so ein bisschen der vorläufige Höhepunkt? Ihr seid lange Jahre Co-Generalsekretärin von SP und jetzt der Einzug in den Nationalrat. Das ist schon ein Erfolg, den man sich häkeln kann machen auf der Bucketlist im Leben. Ja klar, jetzt bin ich 6 Jahre im Hintergrund tätig gewesen, habe eigentlich geschafft für unsere SP-Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Jetzt bin ich auf der anderen Seite, freue mich sehr auf diesen Schritt und freue mich auf alles, was auf mich zukommt. Das muss eigentlich ein riesen Vorteil sein, oder? Ihr habt im Hintergrund geschafft so lange Zeit, kennt die Partei wahrscheinlich wie kaum jemand anderes und sicher auch die anderen Leute von den anderen Parteien. Ja, da habe ich sicher einen kleinen Vorteil, aber es gibt auch ganz viel Neues, das ich jetzt muss und darf entdecken und hoffentlich viel Fettnäpfchen auslassen. Ihr habt eure Unterstützer hier noch zum kleinen Kaffee und Gipfel eingeladen. Braucht ihr den Koffeinschub noch vor dieser Vereidigung? Ja, nein, es ist eigentlich vor allem darum gegangen, dass es klar ist, man kommt nicht einfach allein hier ins Bundeshaus. Es braucht eigentlich Leute, die einen unterstützen, die helfen in der Kampagne. Und diesen Helferinnen und Helfern habe ich natürlich heute einfach mal ein grosses Merci zurückgeben. Denkt ihr so Step-by-Step, so von Session zu Session? Habt ihr zum Beispiel ein Ziel für die Session, die jetzt kommt, oder längerfristig? Ja, es sind sicher ganz aktuelle Themen jetzt gerade in der Diskussion. Für mich ist sicher ganz wichtig die Lohngleichheit. Ich finde es wirklich eigentlich unglaublich, dass in der heutigen Zeit noch diskutiert soll werden und rausgeschoben, ob man jetzt Massnahmen braucht. Ich finde, Lohngleichheit ist echt ein Recht, das muss man durchsetzen. Anderes Thema ist sicher auch die Krankenkassenprämienlast, die immer zunimmt, wo die SP ja möchte Initiativen lancieren in diesem Jahr, wo ich sicher auch sehr stark mich wieder engagieren werde. So bis zu den nächsten Wahlen einfach sich möglichst gut profilieren, dass sie wieder gewählt werden? Ich denke nicht in erster Linie als Profilieren. Ich habe wirklich da Ideen, Ziele. Ich möchte mich für eine soziale Schweiz, für eine offene und eine solidarische Gesellschaft einsetzen. Und wenn es dann auch noch honoriert wird im 19., dann ist es gut und sonst geht das Leben auch weiter.